denkt. Es gibt ja Leute, dieser Vortrag wird jetzt unter dem Motto laufen, Germany next, und keiner hat es gecheckt. The wind of change ist wesentlich näher, als ihr denkt. Es gibt ja Leute, die machen aus Langeweile eine Inventurliste des Imperiums. Und wenn man einmal eine Inventur gemacht hat, kann man check einfach abhaken. Wenn alles abgehakt ist, ist theoretisch fertig. Dazu muss man natürlich erstmal die Struktur des Imperiums kennen. Anhand der westlichen Demokratiestrukturen habe ich in der Ukraine gelernt, was es bedeutet, westliche Demokratie zu erhalten. Als allererstes übernimmt man die Staatskonzerne, erschafft Oligarchen. Als nächstes übernimmt man die Medien, man tritt der NATO bei, man übergibt diverse Regierungsposten an die besten Freunde, die man hat. Man schnappt sich einen korrupten Polizeichef, einen korrupten Geheimdienstchef und man braucht noch eine Gruppe für die Drecksarbeit. Das wären bei uns die Azov, die MS-13, die Aruchakas, das MS-13 ist mehr in der USA. Der oberste Staatsanwalt ist auch meistens leicht korrupt. Der Polizeichef von Kiew war der, der dieses Riesenhaken konnte. Ich glaube, der Daniel ist gerade nicht da. Deswegen können wir das mit der Lautstärke relativ schnell lösen. Partei. Möchtest du leiser werden? Nein. Das habe ich auch gerade gemerkt. Das war die einfachste. Das war zu einfach. Du kaufst eine Partei komplett, das kennen wir ja vom Deutschen Bund auch, und von der zweiten Partei kaufst du den Chef. Die übliche Controlled Opposition. Das Ganze kann man jetzt natürlich auf Deutschland umrechnen. Wenn man jetzt auf deutschem Boden das Glück hat, diverse Oligarchen, die spontan verstorben sind. Somit gehen die Staatskonzerne und die Medien wieder in die richtigen Hände. Herr Pietsch war damals Porsche und VW-Chef, spontan tot. BMW-Erben 1,1 Milliarden Verlust an einem Tag. Die haben verstanden, dass ein neuer Wind weht. Der Froster-Chef stürzte spontan ab und der Herr Koch war ja auf der Epstein-Insel. Der ist auch spontan verstorben. In München, die Brauereifamilie galt auch als Oligarchie. Flugzeugabsturz, next. Und der Stahlbaron, ganz wichtig, denn dieser Burda, dieses Fokus, Stern und so weiter, gehörte ja ihm. Okay, gehen wir doch mal in die Konzerne rein. Bosch, Bayer, BASF, Siemens, EADS, Deutsche Lufthansa, Deutsche Bahn, Deutsche Post, RWE, SAP, E.ON, Volkswagen, Heckler Koch, KMW und die Allianz. Ich hätte da so eine Liste mit den zurückgetretenen CEOs, die sind alle next. Deutsche Bank, ThyssenKrupp, Rheinmetall, Hackerangriff, Commerzbank, deutsche Börsenskandal und Herr Zetsche von Daimler wurden auch wegrationalisiert. Okay, gucken wir doch mal hier drüben. Die Politikerliste ist etwas länger. Der Adel müsste ich noch eintragen, ein paar sind verstorben. Ernst August wurde letztens verhaftet. Ist an der Stelle erstmal nicht wichtig. Sogar Wagenknecht, die einzige normale in der Linkspartei, die eigentlich in die AfD gehörte, ist zurückgetreten, aus gutem Grund. Herr Habeck, der die Wahlfälschung über Twitter organisiert hat, wird demnächst noch merken, dass Freiheit braucht Verbote, Wahlmanipulation und Hetzjagden zu Konsequenzen führen. Gudrun Lux müsste nicht kennen, Chefin der Grünen in München zurückgetreten. Und Claudia Roth mit ihrem legendären Hammelschwung. Einfach stehen lassen im Raum. War doch letzte Woche offiziell doch schon zurückgetreten. Herr Göring wäre sauer, wenn er wüsste, dass der Name in diesem Maße Dobrindt noch auf seinen Rücktritt. Mittlerweile ist er vielleicht schon, ich habe das nicht überprüft. Aber Herr Seehofer ist zurück. Herr Scholz. Ich hoffe, ich habe Frau von der Leyen mit aufgeschrieben, weil sie hat ja mindestens 10 Skandale, die an der Backe rumkleben.
Der Herr Herr, der Kopf war jetzt auch beim Unfall beteiligt, aber war ja nicht schuld. Das will ich jetzt nicht. Ja. Wenn du bist und alle Panzer aus Daimler rauslässt, dann bist du der erste grüne Waffenhändler. Alles, was Arbeit schafft, hätte ich mal gesagt. Altmaier, Anklage, das war der diesen unter seinem Stuhl hatte. Ihr könnt euch erinnern, der und deswegen plötzlich diese Fußprothese hat, damit man seine Fußfessel nicht sieht. Das übliche Prinzip. Fliege, geh weg. Angelika heißt sie. Angelika Kaschmerczyk, kurz Merkel. Grenzöffnung. Aber das reicht ja erstmal. Wir müssen ja nicht jedes Verbrechen von ihr aufschreiben, sonst wären wir den ganzen Tag nicht fertig. Frau von der Leyen, Beraterskandal, AKK. Sie hatte mit der Uniklinik Saarland irgendeinen Skandal und ist aktuell als Verteidigungsministerin. Ich sag mal so, sie hat einen Berater neben sich, der ja erklärt, welcher Bundeswehrgang vor ihr steht. Das ist praktisch. Bei Frau von der Leyen war es noch besser. Sie hat immer Mali, drei Wettertaff, die Frisur sitzt. Ja, das braucht man. Du kommst in der Wüste an, die Frisur muss sitzen. Ja, die Frisur muss sitzen. Die SPD ist noch besser. Wir nennen sie ja die Scharia-Partei Deutschland, denn Faschismus, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese legendäre Faschismus-Aktion, die so falsch geschrieben war, dass man sich fragt, ob das Bildungsniveau auf deutschem Boden überhaupt so tief gehen kann. Aber dann kam ja noch Kommunisten-Kevin. Wer kann sich an Kommunisten-Kevin erinnern? Ja, der will jetzt SPD-Chef werden. Sie glauben wirklich, dass Kommunisten-Kevin in diesem Land eine Chance hat. Besser als die saudi-arabische Gucci-Sozialistin Frau Chibibil. Das ist die, der man das Twitter wegnehmen sollte. Also man sollte eigentlich allen Politikern das Twitter wegnehmen, weil die auch so weiß nicht, die dort kommunizieren. Das geht gar nicht. Herr Schulz, Wirecard. Da hängt er tief mit drin. Wir haben für jeden Politiker schon einen Skandal. Die Frage ist nur, kommt er raus oder tritt er freiwillig ab? Er kann freiwillig abtreten. Wenn er nicht will, kommt der Skandal, dann muss er abtreten. Die Wahl haben sie ja. Die Frau Giffey oder Giffey. Das ist die, die in Berlin-Neukölln Bürgermeisterin war und nicht gemerkt hat, dass 8,4 Milliarden Euro an Kokain pro Monat durch ihren Stadtteil geschleift wird. Über die Clans. Die fuhr dann mit denen immer im Auto rum. Die ist jetzt Bildungsministerin. Ist sehr spannend, dass die Muslim Brotherhood jetzt das Bildungsniveau auf deutschen Boden bestimmt und das mit Kokain finanziert. Jedem das sein. In Berlin ist einiges möglich. Sigmar Gabriel ist ja auch schon zurückgetreten und Hubertus Heil habe ich noch nichts gefunden, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis du was auftaucht. Na, Frau Nahles war einmal Ralle Stegner und sein Sohn von der Antifa, der ja nach Amerika ging, um dort den Race War mit anzuzünden und dann plötzlich offline kam er zurück und wir munkeln, Trump hätte ihn verhaftet. Lassen und hat einen Guantanamo. Trump kann nicht. Ihr müsst euch Trump immer wieder Pate vorstellen, mit der Mützekatze. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Bei den Gangsters, Schatzmeister spontan verstorben. Die M. Damals ist die Bundeswehr zündet unsere Wälder an. Ein gezielter Schutz. Du den Clans. Und die haben schon 20 Kilometer auf Kosten. Du brauchst eine Ausrede. Wie beim Hambacher Forst. Wenn alle glauben, dass 3000 Polizisten in Hohen passen, haben 50 Polizisten gemacht. Die Clans haben es nie verstanden. Dort eine Verhaftung, du biegst mal kurz links ab, nimmst den mit, biegst dort ab, nimmst den mit. Du brauchst immer das Land und das haben wir ihre Clan und die Emco. Die Abu Chaka sind ja jetzt genauso im Blickpunkt. Nicht bloß, dass Bushido gegen sie vorgeht und Frau Mutter Abu Chaka gestorben ist, sondern auch der Rommel Abu Chaka. Heißt Bischrom. Dürfte ich als Deutscher gar nicht heißen. Ja, nur wenn ich die Augenbraue habe. Wie sieht es denn mit Erdbeben? In lustigen
Tiefen aus. Wir haben Erdbeben Null aus. Das ist sehr spannend, was mittlerweile geht. Direkt unter dem Haus. Ein System. Das kommt. Mit deinen Schäden da unten für immer verbergen. So, 147 CEOs von Chefunternehmen auf deutschem Boden stand 7.12.2019 zurückgetreten. Ich habe es seit lange nicht mehr weitergemacht mit der Liste. Die war schon damals ziemlich lang. Gehen wir doch mal zu den VIPs. Herr Weizsäcker, spontan verstorben. Ihr könnt euch erinnern, als der Arzt in Berlin wurde erschossen. Ist bei den Nazi Nürnberg-Tribunal die Verteidigung genommen. Ne? Und wenn du als Arzt in Berlin, ihr wisst, ich komme dann, wenn es das ganze Thema Kinder, kommen wir dann noch drauf, dann versteht ihr, warum plötzlich ein Arzt verstirbt, weil irgendeiner muss die Kinder ja betäuben. Er weiß viel zu viel. Dieter Pohlens Tor wurde abgesagt, Uli Hoeneß ist zurückgeschalten, Thomas Gottschalk ist zurückgetreten. Okay. I.M. Larve. Wer kennt I.M. Larve? Der Name ist doch logisch, Herr Gauck. Das war der Stasi-Name, I.M. Larve. Erklärt natürlich einiges, so eine Larve. Von Frau Kahane kann ich den Stasi-Namen gerade aktuell nicht nennen, aber von I.M. Erika sollte es klar sein. Das ist Angelika Merkel. Ihre Akte wird auch noch auftauchen. Die Bornholm-Liste und die Akte Bernstein müsst ihr einfach mal selber eingeben. Das ist kritisches Material. Sobald es rauskommt, sind die alle weg vom Fenster. Ja. Oberster Staatsanwalt wurde getauscht. In Karlsruhe, die Gerichte wurden auch schon die obersten Richter. Weil als allererstes musst du die retten, neu einsetzen und dann kannst du die Regierung das machen lassen. Verfassungsgericht setzt zurück. Dann machen sie das, Verfassungsgericht setzt zurück. Bis dahin hat das Verfassungsgericht das immer durchgelassen. Das sieht man ja bei den Eurobonds, wo jetzt diese richtungsweisenden Entscheidungen getroffen wurde, dass man die Eurobonds jetzt nicht mehr einfach so weitergeben kann. Pflicht, etc., etc., die gesamten Verbrechen der Regierung einzeln aufgelistet. Was haben wir dann noch? Rapper, YouTuber, die zurückgeflogen sind, braucht man nicht. Haben wir noch was? Ach ja, genau. Die geht weg. Es wurde dieser Bunker in Saarland, gab es diesen Nahbunker. Und dieses Serversystem liegen so viele pädophile Dinge, dass ich mich frage, warum ist die nun schon längst mal einer reingegangen? Ne? Die U-Boot-Hacks, ganz wichtig, deutsche U-Boote können gehackt werden. Das kotzt den Israeli an, weil er hat 6 davon. Der jetzt mittlerweile bloß noch 3 laut Trump, weil 3 werden vermisst und Israel hat bisher nicht beweisen können, dass die 3 noch irgendwo sind. Das eine ist vorgegangen, andere ist vor Hawaii untergegangen und irgendeins muss noch irgendwo untergegangen sein. Aber es greift der Israeli auch Hawaii an. Na, nur ein deutsches U-Boot kommt an Hawaii ran. Da wir Deutschen aber keine eigenen Booten mehr verkaufen, die haben, wir verschenken die. Egal, Gewerkschaften, Verdi, IG Metall und die Bahn wurden auch schon geklärt. Was? Gut, gehen wir doch mal aufs Nächste. Dieses Konstrukt der GroKo. Wir nennen das in Sachsen das große Kotzen. Ja. Kriminelle Vereinigung. Eine Partei alleine kannst du nicht, aber als GroKo sind sie eine kriminelle Vereinigung. Sie kennen alle in den Bau. Ob sie das jetzt wollen oder nicht. Herr Lindner müsste theoretisch auch noch fallen. Schon aus Prinzip. Und Herr Hofreiter sollte demnächst auch noch was zu finden sein. Vielleicht gab es auch schon was, ich habe es bloß übersehen. Die Vertreterin ist doch weg. Die Stoltenberg und FDP, die ist verschwunden. Spurlos. Die ist weg. Aktenzeichen XY, melde dich. Das ist aber gut. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Politiker spurlos verschwunden. Die Greta hat gesagt, wir müssen das Klima retten. Da tun wir doch nicht in Augen. Egal, ich drehe mich das so, wie ich das brauche. Das habe ich schon Frauen genannt. So. Stegner, Schulz, Gabriel, Kipping. Ach, letztes in Berlin, als die Antifa versuchte, den Bundestag zu stürmen, jetzt nicht so hier dargestellt, am selben Tag trat die gesamte Spitze der Linkspartei zurück. Katja Kipping und Herr Renzinger.
Wer will die Antifa-Freiheit schützen? Im Bundestag. Dieser Antifa-Pressesprecher, der immer im Fernsehen sitzt, es durfte nicht mehr lange sitzen. Der muss noch ein paar Mal lügen. Gangstern Chance geben zu lügen. 1% Wahrheit, dann lässt du sie lügen. Wieder 1% Wahrheit, dann lässt du sie lügen. Bis sie es zehnmal lügen haben. Und dann geht es erst vor das System deutlich. Wie Frau Merkel und 7-mal Wahlen in Thüringen. Und ein Anruf aus Afrika. Da kannst du nicht sagen, ich hatte einen schlechten gegen die Wand und mit dem Ventilator getreten, hat dann aus Versehen. Die kommen auf solche Aussehen. Ich habe es nie mitgekriegt. Ich war debil oder dement. Das wird diesmal nicht funktionieren. Sie hatten die Chance, 17-mal zu lügen und 17-mal auszusteigen. Sie wollten nur nicht aussteigen. Sie haben die Musik so lange weitergespielt, bis die Titanic unterging. In diesem Sinne ist die Titanic natürlich Deutschland. So, Heckler ist Herr Kauderwelsch. Und Dobrindt, Kauderwelsch ist schon zurückgetreten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dobrindt warte ich noch drauf auf eine Bestätigung. Altmaier, das war der Größte. Er war nicht nur Wirtschaftsminister, Geheimdienstchef, Flüchtlingskoordinator. Damit sie besser herkommen können. Geheimdienstchef ist ein Flüchtlingskoordinator, die alle hier sind. Er hätte schon längst gehen müssen. Das war der mit dem Wagenheber unter dem Stuhl. Ne? Der Lanzente. Amtschef war er auch noch. Also man könnte sagen, er war das große Ding hinter Merkel. Ohne jetzt zu viel zu sagen. Gehen wir doch mal in die westdeutsche Außenpolitik. Uns wurde ja im Osten beigebracht zu differenzieren. Damals, als die Grenze aufging, Kriegskämpfer und westdeutsche Waffenhändler. Ja, in Stuttgart Waffenhändler, Bayern Waffenhändler. Wir haben ja nicht mal Atomkraftwerke in westdeutschen Atommüll bekommen. Na, wir hatten auch niemals KZs in Sachsen, wir hatten niemals Panzerfabriken. Ganz wichtig. So, wer kann sich an den Türkei profitieren? Er ist den Riesen für alle russischen Kriegsschiffe. Der Russe hätte sich freigeschossen. Da hat der Russe kein Problem damit. Aber dann wäre Gesamt-Istanbul weg. Dann hätten sich die Moslems gegen den Russen vereint. Erdogan hat sich gegen seine Prophezeiung gestellt. Und wer namens Deniz Yücel wurde dann von der Adenauer Stiftung geschickt, um dort diverse Dinge anzuleiern zum Wohle Zions? Ihr könnt euch erinnern, dass so viele deutsche Urlauber verhaftet wurden vom bösen Typ. Das waren keine Urlauber. Das waren alles Provokateure. Die können froh sein, dass sie nur ein bisschen Knast bekommen haben und nicht gleich foltern. Denn wenn man in ein fremdes Land geht und absichtlich Krieg anzettelt, dann ist es nie, dass der Deniz Yücel noch einen Preis kriegt für Massenmord. So weit kommt sie nicht. ISIS. War ein deutsch-französisches Produkt. Mama hat das gedeckt. Es ist ein deutsch-französisches Produkt. Wir hatten 80 NATO-Offiziere im Führerbunker in Aleppo. Da wurde ein paar. Da fragt man sich, dort waren nur Europäer drin. Kein einziger Moslem im Führerbunker der ISIS. Dann zu sagen, dass der Moslem das Problem ist. Der normale Moslem-Terroranschlag mit dem Messer wieder rausgeht. Da sage ich, okay. Aber alles andere ist Geheimdienst-Operation. Und in der Ukraine, der Putsch oder jetzt mit Litvinenko, das ist westdeutsche Außenpolitik. Brasilien, Amazonas und deutsche dummerweise zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich sagte damals, den sehen wir nie wieder. Ich konnte nie damit rechnen, dass sie hier, unsere Regierung macht es nie. Die lassen ihn dort vergammeln. Zum Glück kam der Russe vorbei. Den wegfliegen. So, der Stuxnet-Virus, der nur bei Siemens-Kraftwerken funktioniert, ging ja zu. Und der deutsche Botschafter. Okay. Ein Putsch gegen Amerika über deutsche Botschafter. Geht auch auf unser Konto. Frau Merkel hatte was gegen Trump. Trump hat gestern erst gesagt, alle wollen Frieden mit Israel, außer Europa und speziell Deutschland. An
ebenso mehr Waffen. Ja. Deutschland ist jetzt das letzte Stück, was noch fallen muss. Wir haben insgesamt 17 Schlachtfelder Bundeswehr, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben ja mittlerweile so viele Einsatzorte. Die Kinder sind ja weiter als ihre Opas gekommen. Bis Afghanistan kam Hitler nie. Und jetzt in Indonesien oder wo sie nicht überall hin wollten. Ja, das ist der neue Weg der Deutschen. Wir verkaufen Panzerfabriken nach Tunesien. Wir verkaufen die AK-40 nach Saudi-Arabien, sich aber eher als friedenssichernde Maßnahme. Die AK-47 wurde für die Ost 60 bis plus 20 Grad. Es ist das perfekte Tötungsinstrument. Du kannst als 250 Meter durchs Auge. Die Fliege. Die kommen, schießen. Oh, cool. Also das kann man schon als friedenssichernd, ne? Weil wir Deutschen verkaufen ja auch dieselben Waffen. Ich kenne viele Bundeswehrsoldaten, die auch deutsche Waffen im Ausland. Ne? Hätte der Gegner Pfeile Heckler und Koch G36 oder MP5 bekommen. Ich muss dazu sagen, deutsche Waffen halten länger. Wir haben das Ulmer Prüfsiegel, speziell Ulm müssen wir auch noch klären. Das Ulmer Prüfsiegel ist auf jeder Waffe schon seit 1954 drauf. Im Iran gehen deutsche Waffen rum von 54. Die funktionieren immer noch bestens. Der Handarbeit hält länger als vorher. Wir liefern eigentlich an jeden. Und speziell, wenn alle anderen nicht liefern wollen, liefern wir erst recht. Immer an beide Seiten. Das ist Kapitalismus-Tipp Nummer 1. Und dann machen lassen wie möglich, denn Soziales ist ja was Arbeitschaft, sagt die SPD. Kim aus Korea fährt Mercedes. Ist euch das aufgefallen? Was glaubt ihr, wo das Uran her hat? Aus Ostdeutschland. Die Raketen. Technik war noch ganz oben drauf. Ist doch logisch. Wir bieten das Komplettpaket. Ich muss dazu sagen, in jedem Mercedes über die Funkanlage, also über die Freisprechanlage, die Daten von jedem Präsidenten Mercedes werden in Stuttgart zwischengespeichert. Die hören die alle ab. Na gut. Kurz nochmal die Übersicht. Format ist Audi. Die Volkswagen, die Medien, ProSieben, Sat.1 wurde übernommen, die Bildzeitung wurde übernommen, von KMW oder KKR, das sind viele kurze Buchstaben mittlerweile. Die RTL Mediengruppe wurde übernommen, Bild wurde übernommen, ProSieben, Sat.1 wurde übernommen und die Funke Media wurde übernommen. Auch daran gehen. Die deutsche Vonovia weiß ich noch nie, aber die könnte demnächst fallen. Deutsche Reedereien, deutsche Flughäfen, deutsche Merks, alles wurde mittlerweile abgearbeitet. Auch Dr. Oetker Anteile von BMW hat und von Daimler. Ich wusste gar nicht, dass Dr. Oetker jetzt in Waffen macht. Okay. BASF und DuPont, das ist eher das deutsch-französische Konglomerat. Was haben wir denn noch? Ein Bahnskandal, 300 Millionen. Wir hatten Metzelder mittlerweile verurteilt. Wir hatten, ich komme dann gleich auf das ganze Thema, wir haben Stand heute 396 verurteilte Low-Level-Pädophile. In Kindergarten immer Fußballtrainer in jeder Stadt. Ich habe aus jeder Stadt mindestens 5 verhaftete Pädophile und verurteilt Stand jetzt. Das sind nur Low-Level. Die mittleren Levels kommen als nächstes, die High Levels werden eher erschossen. Das werden wir gar nicht mitkriegen. Die haben dann Corona. So, wir hatten Kinderporno-Razzia in Herford und Darknet, das hatten wir schon. Die Razzia zwecks mehr auf deutschen Boden. Gut, da hätten wir die durch. Power to the people, kann ich immer noch sagen.
das spannende Teil rein. Die kompletten Strukturen der deutschen Boden. Diese Social Justice Warrior. I fight for the right to fight against the light. Ich kämpfe für das Recht, gegen das Licht früher morgen zu kämpfen, wenn es mich weckt. Das sind die Linken. Ich kämpfe für das Recht gegen die Kämpfe. Das den kann man nennen, aber die man überall hinschicken kann. Es gibt diese Stützpunkte, Coney Island, Rote Flora, Riga Straße, das eine, was, wo diese Frauen, es gibt dort Liebigstraße heißt das. Dort sind 5 Frauen drin mit Masken, die den ganzen Tag tanzen, Dinger üben mit synchronen Tänzen gegen rechts. Das sind die keine. Mit einer Maske bescheuert dort rumspringen und synchron irgendwelche Tanzchoreografien und immer mit die ganzen Antifa-Sprüche vielleicht kennen. Blaue, clear, hier, Antifa. Ja, ich habe da lange nicht mehr zu. Es ist sehr spannend, sich diese Kinder mal anzugucken, was sie den ganzen Tag machen. Wie sie sich die bunte Welt. Wir hatten einen 68er Einfluss im Westen, die Neue Linke, die SED, die RAF, die NSU. Wir hatten einen Sachsensumpf und wir hatten Thüringen, Rot-Rot-Grün mit einer SED-Regierung. Wir hatten Sex, Drugs and Love. Und okay, 68. So, alles inspiriert von der Frankfurt School und von Tavistock Institut. Wir haben die Löschkommandos, die Trolls, die Wächter, diejenigen, die die Konten sperren, aber auch, wie bei Herrn Mr. Mind, seine Tante, die er dann über die Stiftung, Finanzierung, Antifa, Anonymous, Kampf gegen Rechts. Wer nicht weiß, diese Gruppe Hooligans gegen Satzbau, Bambi-Preisträger 2016 für einen Kampf gegen Rechts, machten damals von einem Bild von mir aus dem Fernsehen einen Screenshot, machten Hakenkreuz, drumherum, das ein Bild gab, den Arbeitsplatz, weil jeder Arbeitgeber das Bild findet. Das ist diese digitale Kriegsführung. Das ist digitaler Rufmord. Antifa, Kampf gegen Rechts, finanziert von Rot-Rot-Grün. Im Nachhinein betrachtet hatte ich Zeit, jetzt solche Vorträge über die zu halten. Also ich schreibe mich da nicht mehr drüber auf. Man infiltriert langen Marsch durch die Institutionen, über die Universitäten, dann als Direktor von allen großen Staaten, diese Political Correctness. Die letzte Political Correctness dauerte 6 Jahre, von 39 bis 45. Die Frage ist, wie lange wollen wir es diesmal dulden? Nee, das ist, heißt, wir waren wieder alle mit Schuld. Alle, die hier sind, nicht. Man infiltriert von Islamisten und Pädophilen, sondern auch Tagesstätten, Schulen, Universitäten, Grundschulen, und so weiter. Den Tierschutzvereinen rausgeekelt, weil sie Plätzchen gebacken haben. Das muss man sich mal vorstellen. Oder weil sie Fleisch mitgebracht haben. Da gibt es diese kahlen Veganer, die nach einer Oma vorschreiben, weil sie Oma zu machen hat. Ja. Ja. Ich nenne das alles Google Gestapo, Helfer, Gewerkschaften und Kirchen. Ist ja jedem aufgefallen. Man sieht immer beim Kampf gegen Rechts die ganzen Fahnen. IG Metall und wie sie ja alle heißen. Sie unterstützen da den Kampf gegen Rechts, also den Kampf gegen ihre eigene Bevölkerung. Das sind die. Ist das die SPD, die A abgebaut hat? Genau, so sieht es aus. Und die CDU und CSU macht mit Cum-Ex Steuergelddiebstahl. Da sind die Grünen mit Wahlfälschung und Häuser anzuzeigen, Moria anzuzeigen, das ist ja noch dezent für eine Wahlfälschung mit Rotweinglas über Twitter. Dort, wo zu viele Leute mit Persönlichkeiten, also wenn man 18 Namen hat, gibt es ja Leute auf deutschen Boden, die haben 18 Persönlichkeiten. In Regionen, in denen die Grünen und Linken extrem viele Stimmen da, was ja gar nicht geht, in einem bürokratischen Land. Man weiß, dort wurden 10 Leute, man schickt 15 Zettel hin, von Fall der Fälle. Aber irgendwie gibt es 300 Stimmen, oder? Und alle für Rot und Grün. Ah, da merkt man, da wurde so leicht Lüfte, Anti,
Core Demo Squad. GEZ finanziert ist es auch noch. Hat ihren Kampf gegen den SUV. Die Nazi-Oma. Jeder Polizist ist ihr Gegner. Pegida in Dresden war der erste Gegner, da sind sie schon gescheitert. Das Fleisch, es gab jetzt in aus, die saß an ihrem Fenster und schnüffelte, da riecht's nach Fleisch. Da geht die raus, immer auf der Suche nach dem Fleisch, springt über den Baum und macht den Grill aus. Ja, das sind die Social Justice Warrior. Verdacht, aber ich dachte mir, machen wir doch. Snoop, 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 Snoop. Moin, welcome to Biblical. Eigentlich nie. Eigentlich heißt die Sendung NSU, NPD, PDF, IB, SED, RAF ist voll okay. Halle stinkt, Thüringen sowieso. Yeah, irgendwie so. Also, der Name ist nicht ganz durchdacht, aber ich dachte mir, machen wir doch gleich zwei Sendungen, weil das eine passt nicht ins andere rein. Also, nennen wir es einfach mal Thüringen stinkt Map. Ja, ich habe heute extra nur eine Map angefertigt, in der es nur darum geht, dass Thüringen stinkt. Ob nun pädophile NPD, pädophile NSU, pädophile RAF, pädophile Antifa, komplex Kinderhandel. Uwe und Uwe didn't kill himself. Fand ich sehr lustig. Na? Wir haben die SED, wir haben Road Road Green, wir haben die Merkel-Jugend, die Gatekeeper, die Controller, Sonnenstaat, Land, diese kleinen Bolschewisten, die Fake-Patrioten und die Dalmatiner. Ja? Wir haben Freimaurer-Lötschen und Hanau, etc. 17 CDU und AfD führten zu 7-mal Neuwahlen und Demokratie. Dass der Halle-Anschlag mit Rudy Giuliani zusammenhängt und mit den Azovs-Nazis, die über Benjamin Netanyahu in der Ukraine Nazis finanzierten, die Israelis nach Israel treiben sollten. Und als Rudy in der Ukraine war, musste man über die Verbindung Halle, lustig, dass die IB ja auch eine Verbindung zum Azov hat, und lustig, dass der Sellner, schönen Gruß an Liebig, ne? Du bist nur einer von 110 Dalmatinern, Quatsch, 101 Dalmatinern, deswegen mach dich mal nicht so wichtig mit deinem 1,50 Meter. Der Sellner ist viel schlimmer dran. Denn wenn Trump den nie einreisen lässt, wenn Donald J. Trump Herrn Sellner von der IB und seiner Ehefrau, die er in Las Vegas heiraten wollte, die Einreise verweigerte, dann denke ich mal, hat er mehr Wissen, als die meisten denken. Ich habe so meine Meinung von diversen Leuten und ich dachte mir mal, bevor Halle rumzieht, machen wir doch einfach mal ein dickes Ding auf. Ich mache jetzt nicht meine Hose auf, keine Angst. Mach Ordner auf. Die NPD ist pädophile. Uwee. Und Mordfall Peggy und Uwe. Uwe und Uwe, diese beiden, wollten sich nicht mehr um kleine Kinder streiten. Sieht aus wie Maddie 2.0, ist aber NSU. Was haben wir denn noch? Wir haben ein bisschen RAF in Thüringen, denn du schickst sie ja nach Chemnitz und nach Bayern für Anschläge etc. Geschützt vom Thüringer SED. Ja, das macht man so. Gepaart mit Nazis allerlei, Azov zu Gast in Halle bei der IB. Ich sag ja mei. Ja mei, ja mei. Die Rückeroberung der Euro-Nazis. Die Azovs sind die, die gerne Russen abschlachten. Ich erzähle gerne die Legende von diesem einen Berg hier irgendwo in der Ukraine, wo sich 48 tapfere Russen, weil mehr waren halt nicht da. Da waren 15, 16 Jahre bis 8 Jahre. Und die mussten raus. Weil wenn die beiden Azovs durchsprechen, schnappen die nicht nur alle Frauen und vergewaltigen sie, sondern bringen alle anderen um und stoßen durch in den Donbass. Da ging es nie darum, ich will nie oder was auch immer. Nee, wir sind 48 Mann, wir gehen jetzt da raus.
Und wenn es sein muss, geben wir einen Befehl, uns selbst wegzubombardieren und lassen den Gegner bis auf 10 Meter rankommen, buddeln uns ein und dann geben den Befehl, radiert den Berg weg. Hauptsache, sie brechen nicht durch. Ja? Wenn der Russe in solche krassen technischen Arbeitsverfahren übergeht, dann ist meistens die Kacke am Dampfen. Das war damals kurz nach dem Maidan, als 2 Bataillone Azov-Supernazis, unterstützt mit 25% NATO, auf dem Weg nach Sevastopol waren, zur Krim, um dort die russischen Atombomben in ihre Hand zu bekommen. Ja? Der Maidan endete nie nach Maidan. Die wollten die Bomben, was glaubt ihr denn, wo Putin eingerückt ist? Die wollten die Atombomben, die auf der Krim stationiert sind. Die Ukraine wollte Atommacht werden. Ja? Soros, Clinton und Obama, die hängen dort alle tief mit drin. Und als Rudy Giuliani, als er nach Ukraine ging, passiert das, was passieren musste. Ja? Wir hatten Netanyahu-Meet mit Ukraine-Nazis. Und Netanyahu und die Supernazis. Und ihr kennt das. Rechnen wir mal zusammen. Netanyahu, Zionismus, Nazis, Azov, Ukraine, Krieg. Identitäre Bewegung, Azov, irgendwie Halle beim Terror, irgendwie ganz komisch. Der darf nicht einreisen, ist gar nicht in der Loge, seine Frau ist Britin, deswegen ist sie schon mal von Grund auf verdächtig. Ne? Britische Frauen, die können nur aus der Loge sein. Und. Der ist für mich nicht koscher. Der war auch 4-mal in Dresden bei der Jahresfeier. 4-mal ging es nie. Das durfte nie jeder hinter die Absperrung. Und die haben 5-6-mal vom Generator die Kabel geklaut und haben einen neuen Generator angeschleift. Nach einer Stunde 40.000 Warten auf der Demo, weil es nicht weitergeht. Neuer Generator da, 5 Minuten später ist wieder kaputt. Und wer hat die ganze Zeit gesprochen mit dem Mikrofon von 40.000? eBay, eBay. Und wer war gleich daneben? Die Merkel-Jugend. Bam. Mir könnt ihr viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich gehe lieber auf Tacheles und gucke mir auf an. 5 Türme am Salzquell im Orient Halle. Halle ist recht. Also wenn man bedenkt, Eisenach, Wartburg, Buchdruck, Revolution und. Bis hin zu den kommunistisch-jüdisch angehauchten bolschewistischen, was auch immer, SED. Ich könnte jetzt die Storys erzählen von 1919, als bayerisches, als Bavaria zu einer Sowjetunion verkommen ist. Nachdem Bolschewisten das, wie habe ich es geschrieben, Wittelsheim Palace stürmten, Leute wie Rosa Luxemburg. Ja, die Bolschewisten sind in Bayern einmarschiert 1919 und haben dort so viel Terror gemacht, dass überhaupt erst die Grundlage für Adolf bestand. Wären die nämlich nicht da gewesen, hätte niemand nach Adolf geschrien. Das Zeichen der Freimaurerei ist das Hakenkreuz. Es symbolisiert irgendwelche Sternkabim. Wie war bei Adolf auf der Flagge? Ach, irgendwie auch leicht freimaurerisch. Und die Bolschewisten und alles waren ja über City of London, Rothschild, bingo. Immer und immer wieder. For a better tomorrow. Nur 3 Freimaurer überlebten den Zweiten Weltkrieg in Thüringen. Ja, woher wussten die bloß, dass dort nichts passiert? Goldene Sonne. Aha. Die Machtergreifung der Nazis. Konnten sich die Freimaurer schützen? Ja, genau. Genau. Freimaurer und Nazis haben nichts miteinander zu tun. Genau. Hör doch auf, Mensch. Das glaubt doch keiner mehr. Jenseits von Verschwörung. Freimaurerei in Thüringen. Es ist echt sensationell, was man alles entdeckt. Über Grand Lodge und Dingsbums Lodge und Rote Flora Gera und in Jena was und in Eisenach was und in Halle was. Das ist das magische Kreuz der Unvernunft. Der Thüringer Behemoth. Vielleicht bloß nach Magdeburg. Guck mal rein. Wir haben NSU-Kinder. NPD-Kinder. Bei der eBay munkelt man auch, dass das alles überwacht ist. Und dass dort Leute unter 18 und über 18 drin sind. Wenn die nur ein Bier trinken und was glaubt ihr, wie dieser NPD-Kunde, der hat eine 14-jährige scheinbar damals gebumst, wo der, keine Ahnung, wie alt er war,
besoffen, ficken, Wie hoch wahrscheinlich ist das, dass es bei der heutigen Jugend auch passiert? Und dann werden sie gefilmt und sind plötzlich erpressbar. Und dann geht es plötzlich wieder, werf die Leichen raus. Ich habe halt mal angefangen mit Sammeln. All die mysteriösen Kindertote seit Corona, die nichts mit diesem Münsterkomplex Bergestadt. Na, das ist keine Beweismittelvernichtung, kurz bevor die Polizei kommt. Ah. Du steckst so tief drin, wie sonst nur mein Ding. Aber da kommen wir später dazu. Erstmal gehen wir auf die Mitgliederliste der SED. Ja, das sind die Freunde von nebenan. Wie viel SED steckt in den Linken? Rot-Rot-Grün, der SED-Kader in Thüringen, ist wieder da. Ja, unter Blockflöten. Thüringen ist politisch blockiert, weil CDU und FDP die Linke abwählen. Skandal, wie können sie es wagen? Die Bolschewisten abzuwählen in Thüringen, wie können sie es wagen? Denn wenn du Chemnitz, Hetzjagden und die RAF 5.0 immer wieder rausschickst und das über Verfassungsschutz deckst und die Tügida aus Thüringen nach Dresden zu Pegida schickst, weil du weißt, sie machen immer den Hitler. Was glaubt ihr, vom Tügida in Dresden nichts mehr zu suchen hat? Wir wollen die Thüringer hier, nee. Speziell die Tügida-Leute nie. Weil die sind über dem Verfassungsschutz, genauso wie die anderen über dem Verfassungsschutz. Kleiner Tipp. Wenn man nicht online in Foren, dann geht man offline. Wo geht man da hin? In eine Druckerei. Wenn ich beim Verfassungsschutz wäre, und zwar gerade auf NSU, dann gehe ich doch zu jeder Druckerei und sage, hör mal vor, gibst du mir Info, gib ich dir Geld. Aha. Also ich würde es so machen. Weil der Drucker, wenn die werden doch nie selber drucken. Ja? Ich glaube, kann das noch einer mit dem Canon einkönnen, der sagt, hier, 50 Mal selbst gedruckt. Nee, die gehen schon zu Druckereien. Blockflöten unter sich. Leute, die so tun, als wären sie patriotisch, wohnen in Halle, haben auf dem gesamten Halle Terroranschlag keine 24 Stunden Special gemacht. Warum eigentlich nicht? Ich wäre dort mit Maßband, mit Schmieche, mit Wasserwaage und Kamera Zentimeter für Zentimeter und hätte alles ausgemessen, alles fotografiert, jeden interviewt und. Einfach aus Prinzip, weil es in meiner Stadt passiert wäre. Das hätte ich mir nicht nehmen lassen. Rasender Reporter, immer an der Front. Ja, habt ihr die Bilder gesehen von Polizisten, die erstmal über die Mauer war so hoch, da kam der Gangster gar nicht drüber. Eingriff auf die Synagoge, aber die Tür war zu, da ging er zum Dönerladen, die war auch zu, da schoss er irgendwie rein, die Knarre funktioniert nie, er rennt weg. Angeblich erschossen in den Hals. Genau. Und das hat nichts mit den Asafs zu tun. Und das hat nichts mit Rudy Giuliani und Spygate und dem größten Skandal aller Zeiten. Mit CrowdStrike und der Ukraine zu tun. Ach, babalabab. Ich frage mich nur, wieso passiert das alles in Halle? Und wenn ihr euch fragt, für mich gestern auf diesen... Gestern ist schon wieder in Halle ein Kind, ein 11-Jähriges, nach dem Arztbesuch. Spontan auf unerklärliche Weise verstorben. Wie war denn das bei den Ärzten in Berlin? Der eine Weizsäcker wurde doch vor kurzem irgendwie wegrationalisiert. Weil irgendwann muss die Kinder doch betäuben. In der Krankenhaus-Charité. Ich weiß nicht, ob das auf dem Dorf dort in Halle die Ärzte genauso sind. Aber wir haben jetzt 53 mysteriöse Kindertote. Während Corona. Seit dem Video, wer auf der Leichen raus? Was ja jeder sah. Ohne das ganze Pizza, ohne das ganze Pädophilie, wäre es einfach nur ein Spinner. Das wäre einfach nur ein Spinner, der nie was Sinnvolles macht, sondern nur provoziert. Und die Grundlage für das ist, was die Antifa als nächstes nutzt. Ja? Aber im Zusammenhang mit PDF, Pizza 1, 2, 3, mit NSU und NPD, mit RAF und SED, in Kombination mit freier Mauerei und dem Jewish Spirit for a better tomorrow. Ja? Wie sagte Herr Halle-Leaks 1 zu mir, als er in meine Sendung kam mit 50 seiner Leute und rumtrollte, weil ich den Berliner Terroranschlag aufklärte? Lustig, dass beim zweiten Mal, als es in Berlin krachte auf dem Weihnachtsmarkt, ein Böller oder eine Bombe, man wusste es nicht alles, Mr. Halle-Leaks als erster berichtete und ich schrieb sofort, haha, na das ist ja mal reiner, dass du neben der Gedächtniskirche der Freimaurerei direkt vor Ort als erster bist. Das finde ich ja süß. Jedes Ding einzeln ist langweilig. Aber wenn du eine Perlenkette an Halle legst, Dinger nebeneinander legst,
Wenn du alles irgendwie kombinierst und kombinierst. Und ich denke mal, auf deutschen Böden ist es noch erlaubt zu kombinieren. Immer mit dem Fragezeichen im Ansatz. Genau. Ja, ich gehe immer raus auf die Straße mit dem Fragezeichen im Einsatz. Ich würde doch niemals Tatsachen verbreiten. Ich sage nur, hier stinkt irgendwas. Speziell dieses Flugzeug, was aus der Region Halle versuchte zu fliehen. Und der eine Special-Polizeihubschrauber, es gibt nur 3 Jet-Polizeihubschrauber. Der eine hat das Flugzeug gejagt und es musste notlanden. Es wurde gezwungen zum Landen. Ja? Rechnen wir nochmal zusammen. Pädophilie, internationale Nazis, Verbindungen, Netzwerken, Bolschewisten, SED, Mauerschützen, Regime und Kinder. Ihr fragt euch, warum die NSU 125 Jahre versiegelt wurde? Na, weil die Kinder geliefert haben. Deswegen war der Lübcke-Mord so cool. Denn durch das Lübcke ging die NSU 1.0 125 Jahre versiegelt wieder auf. Weil man musste ja die 2.0 mit der 1.0 beweisen. Nur kommt dann später raus, dass die 2.0 fake war und die 1.0 jetzt endlich offen ist, wir reingucken können. Sensationell. Ja? Es ist absolut genial, was hier abläuft. Der Bruder des ehemaligen Papstes verstirbt und ich denke mir, Ablenkung, Ablenkung, ihr wollt das andere Thema aus der Presse und kontert mit dem toten Bruderpapst. Gibt 5 Minuten, dann kommt wieder PDF, 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 PDF. Denn wenn Sie keine Themen mehr haben, dann machen Sie Themen. Wie der eine, der während Corona die Leck-Challenge machte. Denn erst macht der eine, werf du Leiche raus. Danach kam der andere Verrückte mit dieser Leck-Challenge, dieser satanistische Rapper aus München, der überall rumleckte. Es gab 2 verrückte Videos während Corona. Der Lecker und der Werf zurück hin. Ich hätte nichts gesagt, wären nicht auf mysteriöse Art und Weise 53 Kinder danach verstorben. Während immer mehr PDF-Themen rauskamen. Bergisch Gladbach, Lübcke, NRW, Berlin, Würzburg, Münster, Köln, Sachsen wird folgen. In Thüringen bei der SED. Wie ist das mit den Linken und den Grünen und der SPD? Waren die nicht sehr liberal? Wie war das damals, 1919 oder 1917, bei den Bolschewisten in Russland? Russen haben ja keine Russen getötet. Man nahm andere Leute, man wusste, der Russe wird keine Russen töten. Also nimmt man Kasaken oder Georgier oder was auch immer. Denn die sind bereit, Russen zu töten. Ja, nimmst du eine Polin und hetzt sie auf den Deutschen, dann geht das klar. Nimmst du so eine Chippebill, ja, so eine SPD-Gucci, frisch aus dem saudischen Prinzenpenis, wie die Acosta und die Yuma, das ist aus demselben Schuss, wahrscheinlich dasselbe Reagenzglas. SPD, Muslim Brotherhood, Infiltration statt Invasion. Also haben wir Muslim Brotherhood und SED und Pädophil und Netzwerke hin und her, kreuz und quer. Und dann kommt Benjamin Netanyahu. Oh, haben wir noch eins? Benjamin Netanyahu mit ins Spiel. Aber davor erstmal Merkels Sonder. Das Coole ist, bei den ganzen Dingen, die bedacht wurden, wie Ausspionieren von Chemnitz, auf Demos, Blockaden machen, Hamburg G20, RAF, Hetzjagden, Hakenkreuze, Hitlergrüße, RAF halt, was sie so gemacht haben, das können die jetzt nicht mehr vertuschen in Thüringen. Wegen diesen dummen FDP-Mann und diesen 17 Mann von der AfD und der CDU. Deswegen hat die Merkel doch aus Thüringen aus Afrika angerufen, weil sie wusste, Scheiße, jetzt können die nichts vertuschen. Merkel war doch selbst bei der SED. Ja, wir haben die SED in Berlin. Plus die Landesregierung in Berlin ist ja auch rot-rot-grün. Wir haben die Thüringer SED und den Sachsensumpf. Mit ein bisschen SED, das ist okay. Früher Mauerschützen. Würden sie heute mal die Mauer schützen, wäre es okay. Aber nee. No, damals nicht, aber heute ja. So sind sie. Die Pädophilen aus Thüringen. Und ja, diese Sendung geht nur um Pädophilie. Und um Thüringen. Ich kann nicht anders. Es muss sein, denn viel zu viele Kinder sind gestorben. Und ich sehe es nicht mehr ein. Mach mir doch mal ein bisschen eine Ole Dammegading. Stell dir vor, du bist Nazi und gehst zum Anschlag. Die Mauer ist circa 2 Meter. Locker 2 Meter. Okay, du bist frisch aus Afrika eingewandert, hast es übers Mittelmeer geschafft, bist trainiert. Nicht so ein deutscher Nazi, der immer da sitzt und Bier trinkt. Nee, du bist so ein Special-Nazi aus Afrika, frisch trainiert.
Ja, ist logisch. Ein Hüps und du bist über die Mauer. Oder? Wie jetzt? Das Tor war zu. Wie konnte er denn dann rum Nazi machen? Konnte er nicht. Er wollte den Juden töten, da war aber scheinbar die Tür zu, weil sie wussten, dass er kommt. Die Knoche hat ja auch nicht funktioniert. Ne? Er wollte den Juden töten, den Juden. Heute Abend kommt noch eine Special-Sendung zu den 7 Strömungen des Judentums, die 6 normalen und die Strömung des Antisemitismus. Mit Kenny von South Park, der doch Mr. Kennedy John John ist. Du hast Kenny getötet! Du hast Kenny getötet! Nee, er ist Mysterion. Ah, da kommen wir heute Abend erst drauf, wie ein Deutscher, ein Jude, ein JFK Junior und der andere in South Park durch die Gegend rennen. Das machen wir in einem anderen Video. Erstmal gedenken wir den Opfern von Halle. Tausende Blumen, wie auf Bestellung, das kennen wir von Paris. Und immer noch die Frage, wieso hat der Täter eigentlich nie auf die Tür geschossen? So Rambo-mäßig. Was ist denn das für ein Nazi? Bereitet sich jahrelang vor und scheitert an der Tür. Und vor allem mit Kamera, weißt du das nicht? Also, ukrainische Nazis halt, ne? Der war doch viel zu weiß, als dass ein deutscher Nazi sein könnte. Solche Nazis haben wir doch gar nicht mehr. Das sind doch Nazis mit Kriegserfahrung. Das ist sowas, haben wir ja nicht. Woher sollen wir denn sowas kriegen? Sind wir in der Ukraine? Und was bitte ist denn das für ein Totenbild? Also ich musste so lachen, als wenn die das ernst meinen, die Polizisten, dann kühle Nacht. Aber Polizeileichenfoto. Wie heißt dieses Ding, was man immer hinmalt? Leichenfoto, Leiche. Herzlich willkommen. Heute ist der 29.05.2021. Hiermit beginnt der Abschlussbericht zum Thema Germany Next und keiner hat's gecheckt. Wir begrüßen recht herzlich zweimal False Flag Terror, dreimal Mord, einmal Hetzjagden, den gesamten Sumpf, die SED, die NPD, Boys Town, Pädophilie und alles drum und dran. Lütke, Tunnel, Weihnachtsmarktanschlag neben dem KGW, unterirdischer Tunnel bis zum Bundestag und zum Boys Town Hanau, Hexerei, über den Lütke-Mord nach Köln zu den Bischöfen, über die NSU 1 und 2, den Straßburg-Surfer sowie korrupte Cops, Dark Web, etc. Kommen wir in den Schwarzwald, zu Tönnies, zum Sachsensum, zum Cyberbunker, zum Kendler-Experiment, über Gottschalk und die Kannibalen von Rotenburg hinein in die Justiz, die Politik, die SED, die Controlled Opposition und die Demo Squad, die Gewerkschaften, die Kirche, die Experten, Takeover by the Clans, die Medien, die Presse, die TV, Radio und so weiter, Universität bis Friday for the Future, der lange Marsch der Bolschewisten, die RAF, die PDF, die NPD, die NSU, die SED, beides gleichzeitig agierend. Wir haben den Kölner Bischof, hatten wir vor uns schon, das hatten wir. Wir haben ABO, Cum-Ex, sowie Corona-Betrug, Maskendeal, Notbremse, Impfpass, RKI-Experten, Strache-Video, Salvini in Italien, der Sturz, Oktoberfest-Attentat, ETC kommen wir jetzt nicht. Die 68er im Club Bern der Freimaurerei gegründete Links, Neue Linke, die den Revolutionsspirit eines Kulturmarxisten in sich trägt, links als Neue Linke, rechts in der DDR als SED. Willy Brandt und Honecker gleichzeitig 1970, alles cool. Warum ist 1970 so ein magisches Jahr? Ich zeige es euch natürlich. Ist doch alles wunderbar. Wo haben wir es denn? Wo? Ja, wo? Na? Ich hab's doch gerade hier reingebracht. Ich hatten wir den tollen Effekt. Schulmädchen, Report, Ärzte ohne Grenzen, RAF, Merkel 17 Jahre, Rassismus und Antisemitismus, die Band Queen, Willy Brandt, Lucifer Rising, der Prozessor, Change the Image of the Man, Disney,
World-Eröffnung und Vatikan 2. Der grüne Vatikan, so wie Porno, Deep Throat, Hot Pants, Apollo 13, Honecker, Disco Disco, Mastercard, die Babypille, Abtreibung, Eis am Stiel, Greenpeace, Limits to Growth, The Goldstandard Comeback, The Ölkrise, E-Mail, Microsoft, Clockwork, Orange und das Autofahrverbot mit der Scheidungsreform und Highway to Hell und dem Playboy. All das führte dann dazu, dass die Pädophilen und die Sündenfabrik der Freimaurerei, Takeover 68er in Halle, Hanau, Antifa, Hexjagden, RAF, Dark Web, Masonic, NPD, Pädophilie, V-Mann-Komplex, NSU und IB. In Kombination mit Kohan und den alten Bornholm-Aktenopfern und den alten Kader zusammen ergibt es ein Konglomerat des Bösen, was auf kleine Kinder steht. Der Star-Ermittler vom Sachsensumpf war auch der Star-Ermittler von der NSU und auch der Star-Ermittler von den Chemnitz-Hetz-Jagden. Er ist Star-Ermittler, war aber einst SED. Mauerschützen ist voll okay. Uwe haben Kinder geliefert, das weiß man mittlerweile, nach Thüringen mit der Nankreta-Mafia. Alles sind V-Leute, das wissen wir mittlerweile. Richter Politik Leipzig und der Sumpf. Star-Ermittler Klaus Bartel von der SED. Aktuell in Chemnitz, Vorsitzender vom Untersuchungsausschuss. IM, Stasi, Kohane, Kulturrevolution, Schlägertrupps, V-Mann, The Purge, du bist Nazi, weil ich das sage, etc. Dazu noch die RAF, The Sex, Truck and Rock'n'Roll, Free Love, Free Brüste, Free Kinder, Power for the Kids, Club Schwerin, RAF 5.0. Sowie diverse Terror- und PDF-Dinger, die zerlegt wurden. 600 Terabyte wurden gesichert. Sex, Kinderhandel, NSU, 68er, RAF, Chemnitz, Hetzjagden, Die Linke, Star-Ermittler, SED, etc. etc. Bergisch Gladbach, NRW, Heidi Klum, Victoria's Secrets, Deutschland sucht den Superstar, Joko Klaas. Bis nach Münster, Prince Andrew, Lolita Island, German Wings, okkulte Sekten, Hekterei, Kannibalismus, PDF, Netzwerk in Deutschland, VIP-Promis, rituelle Opferung, Folter, Compuenda, Kendler, etc. etc. Hanau, Hanau, Influenza, Hexenprozesse, erste Hexe, 1666, in Frankfurt, in Hanau verbrannt, Witchcraft, vom Teufel besessen, BMW-Anteile werden verkauft, Sektenchefin, Hexenball, Täter, Verschwörungstheorie, etc. Der Halle-Täter sagt, er wäre von QAnon inspiriert. Der Hanau-Täter sagt, er wäre von QAnon inspiriert und hätte ein QAnon-Manifest geschrieben. Die zwei Morde von der NSU 2.0 waren Morde wegen Kinderhandel und Pädophilie. Die Chemnitz-Hetzjagden wurden eher konsequiert. Das Konzert wurde eher aktiviert, als die Hetzjagden passierten. Dazu kommt noch ein Sturm in Berlin auf den Reichstag von linken Gruppen bis hin zu Verfassungsschutz und anderen False Flag Koordinatoren. Alles von mir niedergeschrieben in meiner Sammlung Germany Next und keiner checkt in Perfektion. QAnon gets the problem of everyone. Das war ich aus Versehen. Die SED wollte uns stoppen, ist aber gescheitert. Man nennt uns das Telegram-Kartell. Derweil ist es der einzige Bereich, wo die Kahane-Stiftung nichts machen kann. Wir gegen alle, alle gegen wir, ich gegen alle, so gönne ich das mir. Die Ultimate Conspiracy Theorie. NSU 2.0, gut gegen böse. Kunstkollektiv, der Sturm von 2017, von der UNESCO, vom Weltkulturerbe, von über 300 NGOs, 100 Jahre Bolschewistenrevolution, Sturm auf den Reichstag 2017, November. Der Test, um dann 3 Jahre später das Kunststück zu perfektionieren. V-Mann gab das Mikro, Trump sei da, kam vom Anonymous-Kollektiv, der Schweizer ist, den ich den Haarigen nenne, der mit der False Flag die Corona-Demo in Wien blockiert. Der Sturm der Begeisterung plus Fake News über V-Leute, Heilpraktikerinnen und möchte gern Cuties, die Cops unterwandert. We win big. Wir brauchen die Massen, Step down, our house, Zurückeroberung, Step 3. A danger for our democracy. Die Kaiserfahne und die Cuties sollten
gestürzt werden mit 2 Terroranschlägen, 2 Morden und einem Sturm auf die Demokratie. Wollte man uns alles in die Schuhe schieben, dabei war alles eine False Flag mit Steuergeldern finanziert. SED Geisler, Innenminister. RAF bloß Hass und Hetze. Herr Sunderland als Pressesprecher, Reichstags False Flag. Alles abgesprochen. The Storm. Pia Landgräf und die Theateraktion von 2017, demokratiefeindlich. Angriff auf das Herz der Demokratie. Die Cuties sind das Böse. Kontrollverlust, Stress, Missbrauch. Minderheitenkomplex, Verschwörungstheorie, bla bla bla. Wer an Verschwörung glaubt, der ist doch nicht ganz richtig im Kopf. Antifa, Mr. Mind, Anonymous, Black Lives Matter, RAF, PDF, SED, The False Flag aus München, Hetzjagden, sowie Zensur und Fake News Media, Justiz, Politik, Gewerkschaften, alle in einem Club, Reichstagsterror, White Rights, Commander Jansen, staatenlospuller.com, die verrückte Cracky, plus im Willen des Volkes, der Sturm, Thüringer Verfassungsschutzhalle, Team alle mit vor Ort, die Blaupause des Terrors, wer es glaubt, Sturm auf den Reichstag, Sturm aufs Kapitol und Sturm auf den Tempelberg, alles by the same people. Antifa, Anonymous, Mr. Minds und Into the Light, Fake Cuties erzeugen Fake Probleme mit Fake Attila und Fake Querdenken mit Fake Hetzjagden und Fake Prinz Reuss etc. mit Fake Friedensvertrag und Fake Staatenlos und Fake Sturm und Fake Commander etc. Das Kollektiv von Anonymous, der Zeckenbus, Kampfsport plus der Aktivistenmann, der das Video generierte, was dann als Quelle diente. Dagegen halten False Flag plus SED, Cops Attack the Patriots, Peaceful Protest. 3 Cops waren die Helden plus Töll, Commander Jansen, Antifa und das Anonymous Kollektiv. 16.18 Uhr, Abriegelung, 17 Uhr, Abzug bei den Cuties, 17 Uhr, Treffen Anonymous, 18 Uhr waren sie Kanzleramt, kein Cutie war mehr vor Ort. Steinhaufen lagen am Tag davor schon da. Und Staatenlos, Töll, Attila, Anonymous, Bodo Schiffmann, Silberjunge, Ballweg, Schwarz-Weiß, Widerstand 2020, Q711, ARD, Sundermann, Linksparteispitze, politische Bildung, die Tamara, die Kahane-Stiftung, Kollektiv, Anonymous. Der Ursprung der Fake News kam von einem V-Mann, der erst Dings, dann Bums hieß. Also den Namen habe ich mir irgendwo noch aufgeschrieben, den haben wir mehrfach auch gecheckt. Die ganzen Blackheads lassen wir raus, die sind jetzt nicht mehr darüber zu reden. Rot-Rot-Grün und der Bunker in Berlin. Störung, Einschleusen, Infiltrieren, die bösen Nazis, Kampf gegen Rechts, False Flag. 3 Heldenkorps, Attila, der alles, was gut ist, zerstört. Notfallstrategie, eigene Korps in Berlin, Angriff aufs Herz, etc. Korps zu schnell am Reichstag, Stand down. Der Antifa-Mob konnte nicht agieren, wie sie wollten. Zum Glück. Der Tag der Hoffnung, der Tag der Freiheit, der Sturm auf das Ding. Rücktritt Merkel, Helme ab. Hausdurchsuchung bei Korps von Korps. Brandenburger Tor geschlossen. Steinhaufen hatten wir schon, Berlin Maidan, Kämpfer geplant, die Sterne ist voll, Siegessäule unter den Linden, russische Botschaft war die Antifa. Erste Fake-Tweets, Meldung ab 15.10 Uhr im Umlauf von Anonymous Kollektiv. Demo-Auflösung 13 Uhr. Cops klauen Autoschlüssel, ist unwichtig, wir rufen den Kaiser. 15.42 Uhr, Unruhen brechen aus, Stromausfall, Karlsruhe, Eilverfahren. Gut, danach kam Infiltration A bei Global Change, Infiltration bei unseren Vorträgen, Infiltration in unsere Übersetzung, Infiltration teilweise mit dem Versuch von Dresden, von Hamburg nach Dresden zu fahren. Terror, Mord, etc. wollte man uns aufbürden, Kartellnetzwerk, Fake-Patrioten und Fake-Cuties mit Fake-Account und Fake-Meldungen, die dann Fake-Agendas auf Q drüber schurpen wollten. Ermittlungsgruppen gegen uns, etc. Dann Halle, Hanau, plus 7 Wahlen in Thüringen, NSU 2.0, ein Setup über 3 Jahre, um uns zu stürzen, Clans, Zensur, Sumpf, Kultur, Boys Town,
Storm, Danger, Democracy, Intel, Justice, Senat, Corps, Bunker, SED, Kampf gegen Rechts, Konzerte, VIBs, Big Tech, Justice, Kahan, Stiftung, alle mit dabei, Geheimdienst, False Flag, Tugida, Chemnitz, Hetzjagden, Sumpf, V-Mann gibt Mikrofon, Fake-Cuties machen die Fake-Meldung, Querdenken und Attila machen die Keeper, Antifa macht Action, Randale und Gewalt für die Kameras bei The Lodge, Rot-Rot-Grün stellt die Justiz, Rot-Rot-Grün stellt die Polizei, alles ist Qs Schuld, sagen sie, etc., Tamara, Welt und die Weselsburg, Radikalisierung der fünfte Kolonne, Election Fraud in Thüringen, zwei Wahlen manipuliert, Anruf aus Afrika, Sturm to blame the cuties set up in the trap, deswegen sagte ich 17 Uhr Abzug, People cut the street over, was haben wir noch, achso, der staatenlospuller.com und Agro Attila. Diebstahl, Deformierung, Rufmord, Bambi-Preisträger, Hooligans gegen Satzbau mit ihrem Preis 2015 im Kampf gegen mich. Du bist stolz, nee, du denkst, du bist stolz, Feigl ist stolzer. Hakenkreuz um ein Bild von mir herum, somit konnte ich nicht mehr arbeiten, etc., Rufmord und so weiter. Seit Tag 1, als ich sagte, der Frieden ist nah, werde ich bekämpft von allen gleichzeitig, das ist wunderbar. Kanzleramt, Befehl 18 Uhr, Telegram. Aufruf bei Demostream und Anonymous. Abriegelung Regierungsgebäude. Corona-Zelt war geplant. 300 plus der Mob gegen 300 Cops. Wir brauchen jetzt die Masse, sagte Tamara. Abzug von V war 17 Uhr. Tamara und die Street waren 19 Uhr. Was? Vorwelt. Revolution mit Waffengewalt. Nach 20 Uhr ist Trump weg. Deswegen mussten wir sofort. Marcel, der John John hieß und dann später Dings, war ein V-Mann, der Stress gemacht hat. Er hieß zwischendurch nochmal Karl-Uwe. Wir hoffen, das Ganze was nicht zu Ende gedacht. Wir hatten das Ganze nicht zu Ende gedacht, sagte Tamara nachher. No political background, sagt sie. Erst war Tamara ganz vorne an der Treppe und sah, dass drinnen die Polizisten lauerten. Dann saß sie auf der zweiten Treppe, aber eigentlich war sie ja im zweiten Zug und genoss von hinten vorne den Sturm. Tamara hat sich in 20 Minuten 28 Mal widersprochen. Sie ist nicht glaubwürdig. So, RD, die Welt, die Bild, die WDR, die berichteten alle als erstes. Die Quelle war Zeckenbiss bei der Tagesschau. Jetzt geht's los, schließt euch an. Dem deutschen Volke mit Cutie und Kaiserflane stürmen sie davor. Im Willen des Volkes, ich möchte, dass du runtergehst, TV-Cop, plus Diskussion des Mobs mit den TV-Cops, Full-Cop, Pressekonvention, Gelbe Westen, etc. Wir hatten, das gehört hier nicht rein, in der zweiten Welle zog sie es mit, TV-Cops plus Attila, SED, das Rote Rathaus und die fünfte Kolonne als Team agierten gegen das Volk. Dick up dirt bei Antifa Anonymous und Black Lives Matter, Commander Jansen, Töll, den V-Leuten, Attila, Mr. Mind und den anderen von der Kahane-Stiftung. Sie infiltrierten sogar unsere Seminare und versuchten uns intern zu spalten, mich und Hayo zu ersetzen oder komplett zu zerstreiten. Kampf gegen Rechts, finanziert von uns. Man nennt uns das Kartell, derweil sind wir doch Jomai. So, Kahane-Stiftung, Terror, Playing the Cuties, Aussitzen, das hat man, NSU, Sachsen-Sumpf, Maaßen versus die SED, die Mörder in Germany und die fünfte Kolonne, Anschläge auf Bestellung. Die Presse hat mitgemacht, die Lodge, die fünfte Kolonne, die SED, Politik, die SED, Kahane-Stifter, der Bunker, der Senat und der Geheimdienst in Thüringen. Chris Ahrens, Halle League, Reichstagssturm, Tamara, Halle Hanau, Gelbwesten, der Gunnar war der, der sagte, Trump ist nur 30 Millionen da, der Gunnar, der eigentlich John John war und Kai Uwe. Er sitzt neben Tamara, wir haben Interview und sie lügen uns beide ins Gesicht. Antifa unter den Linden, Attila vor der Russenbotschaft, überall Stress für die Bilder, für die Presse. V-Mann-Mikro plus Tamara plus Fake News, gleich Setup,
Steine plus Randale plus Mainstream gleich Setup, Sturm 2.0 plus Zensur, Blame the Cuties, Antifa, Reichstagsturm, alles Bullshit. So. So, Schulmassaker brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir auch nie, das brauchen wir auch nie. Wirecard, Cum-Ex, das mache ich gleich. Der gesamte Timetable vom Sturm auf den Reichstag kann ich euch auch noch vorlesen, wenn ihr das wollt. Wir haben Pizza-Affäre, Goebbels, Liebesnest, Wirecard, AWO, Erinnerungslücken, Greenback-Skandal, Warburg-Bahn, BaFin-Skandal, Cum-Ex, Geldwäsche, Video-Affäre, Österreich-Putsch, Pedo und der Sturm, Impfskandale, Maßen, RKI, Betrug, Krankenhäuser, Bettenauslastung, Skepsis, Tunnel. Cool. Nach 400 Jahren ist der Vatikan jetzt abgezogen. Alles ist cool auf deutschem Boden. Casino Royale, Vienna ist out. Ibiza-Affäre, Böhmermann, Spiegel, Zeuge, AWO, SED, Thüringen, Reichstagssturm, Kahane, Cum-Ex, BaFin, alles sind drin. Wirecard, Lockdown, Corona, Wuhan, Great Reset, Election Fraud, Capital, Sturm, Cyberpro, Harbor, Notbremse, Impfen, bla bla bla. Alle gehen in den Knast, das ist wunderbar. SED, RAF, NPD, Uwe, Peggy, Nazi, V-Mann-Land, Antifa, Freimaurerei, Klaus Bartel, Staranwalt, NPD, Burn Down the West. Und ja. Mit Emotion und Panik, mit Hexerei, mit Okkult, mit Netzwerk, mit Satanismus wollte man uns ficken, das deutsche Gammel, das deutsche Volk vergewaltigen. Alles zusammen wird es bald online geben, von mir als ein riesen Vortrag unter dem Hashtag Germany Next und keiner checks von Falco Stölzer. Der komplette Rückeroberung plus der gesamte Weltfrieden in Middle East plus legendäre der Papst, die Mafia und der Pate. Moment, ich muss das auch mal wegkriegen. Das und das. Check, check. This White Run, neu im Angebot. Don't go down the rabbit hole, the dark genesis, the biblical battle, the great reset, Dallas closed, timeline, the apocalypse, endgame, release the Kraken, escape to South America, 1771, the start, Masonic World Order und the Golem, 100 Jahre Ritualmord, the Red Dragon, Dance with Danger, Manhattan Project, Experiment, Soja Boy, Great Peace Board, Finger Gottes, Zionismus Die, Nobody Cry, The Full Spectrum, Pirates, Pope und Pate, Mafia, Intel, etc., The Illuminaten, The Murder Inc., History of the White Hats, The Control, Demolition Boy. Das sind so die ab 17.06. in Raabs verfügbaren neuen Vorträge, die ich halten werde. Dazu kommt noch The Last Tsar, der neugeborene Romanov, ist jetzt der Star. Des Weiteren haben wir das Geheimnis von Barbarossa gelüftet. Wir haben einen neuen russischen Tsar. Wir haben Hitler, Stalin, Trotzki, Tito und Freud. Alles komplett. Die Geschichte der Menschheit vom Ursprung in Ur mit Nimrod und Gilgamesch. Bis jetzt komplett neu geschrieben. Eine neue Evolutionstheorie, ein neuer Ursprung, Magdala. Wir haben das Alte Testament mit dem Neuen Testament, mit den Grimms-Märchen, mit Herr der Ringe, mit der Q-Movement in Einklang gebracht und alles auf deutschen Boden umgerechnet. Wir haben so viele heilige Städte auf deutschem Boden gefunden, die alle zerstört wurden. Wir haben alles bestätigt und umgerechnet. Barbarossa ist erwacht, die Raben am Tower von London sind weg, der deutsche Adler swingt, der deutsche Kaiser ist ein Nachfolger, genauso wie der Romanov von Jesus und Maria Magdalena, die hier auf deutschem Boden agierten, in Thüringen, im Herzen, im Harz, Minotaurus, Main Taunus, selbst Elysien, Stralsund,
Wir haben alles deklariert. Alles auf deutschem Boden wurde gefunden. Die Geschichte wurde umgeschrieben. Barbarossa ist erwacht. Die Apokalypse ist zu Ende. Es ist vollbracht. Mein Name ist immer noch V. Ich bin Chef und Gründer des World Brains. Dem gesamten Wissen der Menschheit. Und das aus gutem Grund. Das Game of Thrones ist vorbei. Der Frieden ist da. Es ist alles erledigt und es ist alles wunderbar. Kronos und der Leviathan sind erschlagen. Zeus, Suez, der Finger Gottes und ein Stups. Jetzt ist alles cool in Kabul. 200 Jahre Illuminaten sind vorbei. Wasserbüffel ziehen wieder durchs Kaiserland. Die Pharaonen ziehen weg. Das Haus Nassau, was sich spaltete im 11. Jahrhundert. Der Kampf Nassau gegen Nassau und der Turm von Nassau, der das Geheimnis der Deutschen lüftete. Im Kyffhäuser nach 400 Jahren den Ursprung aller Religionen. Maria Magdalena war von Göttern gesandt, Ortsteilgöttern, Garten Eden. Das weiße Ross, das Sachsenross. Nur die Sachsenkönige dürfen dieses Ross tragen. Fridolin oder Widikin. Wenn ein blonder Sachse auf einem Pferd kommt, dann ist Apokalypten-Time. Er lacht dem Teufel ins Gesicht. So muss es sein. Das Sachsenross. Na, weiß. Der weiße Reiter. Der Apokalypse, Falko Stölzer. Ohne es zu wissen, löste ich aus, setzte Dinge in Bewegung bei einer deutschen Prophezeiung, einer deutschen Apokalypse über eine Info zu Jesus, seinem Ursprung, der jetzt und nun ist raus. Das heilige Land der Deutschen, hinter den sieben Bergen. Die Hasen an Ostern. Von Jesus am Kreuz zu Ostereier malen, gibt es eine kleine Wissenslücke. Es sind die Hasen. Don't go down the rabbit hole. Die Hasen. Die Hasenflug. Widukin, der Hasenkönig, der Asenkönig auf dem weißen Pferd. Die Assyrer, die südlichen syrischen Asen. Die Engel, wie ihr sie nennt. Die Nephilim. Oder, wie haben wir sie genannt? Die Titanen, die Nephilim. Und jetzt ist bei Barbarossa am Kyffhäuser das Licht an. Das ist wunderbar. Na, wo ist das Bild? Scroll, 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 scroll. So, das Land der Juden, der Titanen, die Nephilim, die Finnen, Deutschen und Sachsen, die Goten. Alles drum und dran bis zum Erzengel. Ein weißes Pferd darf nur jemand aus Atlantis tragen, der direkt von da kommt. Ein Anunnaki ist ein Weißer aus Atlantis kommender. Der Messias auf dem weißen Pferd bin scheinbar ich. Und dass ich es wusste, das ist schon ein bisschen geil. Die Apokalypse auszulösen und das im Schabernack und dem Teufel ins Gesicht zu lachen, macht echt eine Menge Spaß. In der 17. Woche, am 17. Tag geboren, Q, seit dem Ursprung der Menschheit, die Quelle. Und nun sind wir hier. Ich danke euch und alle Beweise zum Sturm und den ganzen Leuten dahinter werde ich bald offenbaren. Ich habe alles gesichert, sowie die Akte M. Die gesamte Apokalypse ist niedergeschrieben. Ich hatte bei allem irgendwie recht, aus Versehen, ob ich das wollte oder nicht. Mein Name ist immer noch V. I'm the only one. Und ich mache es dir auch sitzen. Hier ist der Turm von Nassau. Das Geheimnis der Deutschen und der Stein, der Freiherr vom Stein, den Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Er schrieb die Kaiserverfassung, er befreite das deutsche Volk, Weltpostverein, Gesara 1800 und die Kaiserverfassung im Einklang waren die Befreiung der Menschheit plus russischer Zar und die Kennedys. Das war die Holy Allianz. Gut. In diesem Sinne, Shi, Sha, Shalom, Skila. Ich sollte vielleicht noch aus militärtaktischen Gründen kurz das Ding hier einblenden. Wow. Waiting for the stars to fall. So, ich gehe jetzt auf die Live-Ski. Dort ist viel cool Ski als hier Ski. Deswegen
bis Dansky. Wer noch Fragen hat, guckt euch meine alten Sendungen an. Wir haben Geschichte geschrieben und Barbarossa erweckt. Wir haben Weltfrieden gemacht. Also ich und alle, die mir geholfen haben und mir graues Haar ersparten. Es war mir eine Ehre, der Menschheit zu zeigen, mit Schabernack eine neue Welt vorzubereiten. Nur der Narr, der Parsival, das unbeschriebene Blatt, lässt sich nicht verführen. In diesem Sinne, Schalomski. Na. Inner muss noch. So, Sturmtief. Sturmtief Falco gab es genau ein Jahr Delta, bevor hier die Apokalypse begann. Das weiße Kaninchen in the Club finde ich auch noch cool. Der wilde Hengst V könnte man auch noch sagen, bis zum egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Facebook-Nutzer ruft zu Gewalt gegen Frau Merkel auf. Ich begann es, ich beende es. Es ist mir eine Ehre. Mein Name ist V. Wie steht hier noch eins geschrieben? Am 26.08.2015. Zur selben Zeit als Bambi-Preisträger mich etc. Doch, wie ernst ist es? Das Problem mit Falco S. Das Problem mit Falco S. ist, er meint es wirklich ernst. Er meint es wirklich ernst. Er meint es wirklich ernst, dieser Falco S. 6 Jahre später, Order 66, gestarwarst. Alles ist cool in Kabul. Ich hatte recht, auch wenn es mir keiner glauben wollte. Alle, die nicht mitgearbeitet haben, tun mir leid. Es war eure Chance eures Lebens. Ihr wolltet nicht. Ich habe jetzt Kontakt zu John B. Wells, der über General Flynn meinen Kennedy-Vortrag direkt an General Flynn gab. Ich habe bald einen Auftritt in Amerika. Dort musste ich nie betteln im Vergleich zu deutschen Boden. Ich hätte niemals gedacht, dass ich betteln muss. Ich danke allen, die mitgeholfen haben und allen, die bis heute mich bekämpft haben. Ich verstehe es nicht. Ich sage Weltfrieden, ihr hört Atomkrieg. Ich sage Atomkrieg, ihr hört Atomkrieg. Ich sage, alles ist gut, ihr sagt Panikmacher. I don't understand you, but it's not the problem, because I did it. Schalomski.